Ich möchte heute kurz nochmal mit euch über diesen Seinszustand der magischen Manifestation sprechen. Diese Magie, die für uns zur Verfügung steht. Wir wollen uns damit in Verbindung bringen. Wir wollen mit dieser Kraft arbeiten, die für uns zur Verfügung steht. Das ist Number One für uns. Und ich wollte mit euch mal ein bisschen drüber reden, was die Divine Design Welt für euch zur Verfügung stellt, was ich aufgebaut habe, dass ihr in diesen magischen Zustand einsteigen könnt. Und das ist so, so wichtig, dass ihr erkennt, dass das alles in euch schon angelegt ist. All eure Wünsche, all eure Träume sind in euch angelegt. Und ich brauche diesen Zugang. Ich brauche diesen Zugang zu meiner Quelle. Und dazu muss ich all das, was dazwischen steht, all das, was in meinem Kopf gedacht wird, muss ich wegschaffen. Sonst habe ich keinen Zugang zu meiner Kraft, zu meiner Power und zu meiner Quelle. Und jeder Moment, wo ich zweifle, wo ich Angst habe, jeder Moment, wo ich wirklich unsicher werde, ob Dinge funktionieren, ob ich gewollt bin, ob ich geliebt bin, ob ich unterstützt bin, auch finanziell. Guten Morgen, Manu. Ja, jeder dieser Momente kollabiert meine Power. Und ich manifestiere aus dem Ich bin nicht gut genug heraus. Und aus dem Ich bin nicht gut genug heraus kommt eine Welt, eine Realität, die mir reflektiert, dass ich nicht gut genug bin. Und das tut mir weh. Das tut mir so weh. Und ich kann nicht glücklich sein und ich kann mich nicht des Lebens erfreuen. Ich hab schlechte Laune. Ich fühle mich schwer. Es ist mühsam. Und das muss nicht sein. Das ist nicht unser normaler Seinszustand, sondern normal ist, dass wir in einem Flow durchs Leben gehen, dass wir morgens aufwachen und fast Tränen in den Augen haben, weil wir so dankbar und freudig und glücklich sind, dass ein neuer Tag auf uns wartet. Und das muss unser Normal sein. Alles andere müssen wir nicht annehmen. Wir müssen es nicht annehmen, weil es ist möglich, in uns drin diesen Seinszustand zu aktivieren, wenn wir aufhören, einen Seinszustand zu aktivieren, der wir in Wahrheit nicht sind, der unser Kopf glaubt, der unsere Vorstellungen reflektiert. Ja, aber das ist falsch. Wir sind falsch informiert. Und ich habe so viele Leute, die dann bei mir im Coaching sind und die sagen, mein Gott, was du sagst, das ist ja logisch, das ist klar, das resoniert so krass mit mir. Warum hat es mir vorher niemand gesagt? Weil es niemand weiß. Weil es niemand weiß, weil es immer wieder bruchstückartig vermittelt wird. Aber niemand das große ganze Bild bis jetzt zusammengebracht hat. Und das ist das, was ich dir lehre, aber was du schon weißt. Also ich erinnere dich quasi nur daran, weil du es vergessen hast. Das ergibt so eine krasse Energie und das ist die Energie der Wahrheit. Und diese Energie der Wahrheit, die fühlt sich wahrhaftig an und dann kommt dieses Gefühl, das fühlt sich an wie Glück, Glückseligkeit, grundlose Zufriedenheit. Und das ist diese Energy, das ist die Frequenz, in der alles da ist, weil nichts fehlt. Verstehst du? Wenn dein Seinszustand klar wahrnimmt, anerkennt, dass alles da ist,
weil nichts fehlt. Lass dir das mal wirklich zergehen. Was fehlt? Es fehlt nichts, wenn ich in Energie denke, wenn ich mich als energetisches Wesen wahrnehme, kann ich diese Wahrheit ganz klar und deutlich erkennen. Wenn ich nicht in Materie denke, sondern in Energie, kann ich verstehen, dass nichts fehlt. Und dann muss ich mein Denken auf das ausrichten. Und dann kommt alles, was ich will. Dann kommt mein Geld, dann kommt meine Gesundheit. Dann kommt meine Schönheit, dann kommt mein Körper, alles. Leute, die nehmen ab, rasant 7 Kilo in 2 Wochen, nicht ungesund, sondern einfach, weil diese ganze Schwere gehen darf. Keine Diät, kein extra Sport, einfach nur, bam, loslassen von den Sachen, die nicht zu mir gehören. Erst mental. Und dann physikalisch. Und dieses krasse Einsteigen in eine nicht physikalische, energetische Welt ist Voraussetzung dafür, dass du schnell in diese Energie hineinkommst, in der diese magischen Dinge passieren. Und dein Kopf muss das verstehen. Und das ist meine Aufgabe. Dein Kopf muss das verstehen, der muss mitgehen. Wenn dein Kopf sagt, ho, 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 wie kann das sein? Oh mein Gott, das glaube ich ja gar nicht. Ja, wenn das wirklich so ist in deinem Kopf, dass er das nicht akzeptiert, deine Kraft, deine Macht, deine Power, deine wahrhaftige Identität, muss da Information nachgeschoben werden, bis dein Kopf deinen kompletten Divine Design Seinszustand akzeptiert. Sonst wird es dir immer wieder dazwischen funken. Immer wieder. Wenn du nicht hundertprozentig in der Akzeptanz deiner wahrhaftigsten Wahrheit bist, in deinem wahrhaftigen Divine Design Soul Blueprint, wenn du weißt, wer du bist, wie du wirkst, wie deine Power in dir entsteht durch deine Vorstellungskraft, durch deine Identifikation mit deinem Soul Blueprint. Wenn du das nicht weißt, ist es genauso, als wie wenn du in einem Ferrari sitzt und nicht weißt, dass der einen anderen Motor hat als ein VW Käfer. Stell dir das so vor. Und wenn du noch limitiert bist in deinem Leben, wenn du noch glaubst, es gibt Dinge, die du nicht tun kannst, weil du sie, obwohl du sie gerne tun möchtest, es gibt etwas, was du nicht sein kannst, obwohl du es gerne sein möchtest, Traumfrau, Business Ownerin, super erfolgreich, wenn du glaubst, dass du das nicht sein kannst, dann ist es, weil du glaubst, du fährst einen Käfer, obwohl du in einem Ferrari bist. Verstehst du? Und du sitzt in einem Ferrari und tuckerst durchs Leben und meinst, mein Gott, warum ist es so langsam? Warum passiert da nichts? Warum geht's nicht schnell? Warum kann ich nicht fliegen? Ja? Du kannst alles. Du kannst alles, aber du musst aufhören zu glauben, dass du in einem VW Käfer sitzt. Das ist das Essentielle. Und weil du dein ganzes Leben lang in diesem VW Käfer gefahren bist, kannst du dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du plötzlich realisierst, dass du einen Ferrari hast, schon lange. Und das ist das, wo diesen Prozess in einen zeitlichen Faktor bringt. Aber realistisch bräuchte es das nicht. Du könntest schnippen und go. Schnippen und go. Aber dein Verstand muss es dir erlauben. Und das ist genau das, worauf das Divine Design Soul Blueprint Programm ausgerichtet ist. Dass du deinen Ferrari fahren lernst. Und dass du lernst, dass der dich dorthin bringt, wo du möchtest. Und dass es keine Limits gibt, dass deine Power und deine Kraft endlos ist. Endlos, verstehst du? Ich meine, andere Menschen, die sind für dich das,
was du aus ihnen machst. Das bedeutet Heilung. Du kannst heilen, du bist eine Heilerin. Und ich spreche zu Frauen, weil dieses Divine Design Soul Blueprint bis jetzt nur für Frauen ist, aber du bist eine Heilerin. Du hast diese Power in dir. Du kannst Menschen heilen, aber erst, wenn du dich als vollkommen ganz und heil verstehst und deine ganze Kraft wirklich alleine halten kannst, dich nicht mehr emotional von äußeren Umständen aus dem Divine Design Soul Blueprint, aus deiner Kraft, aus deiner Power rausholen zu lassen, weil du weißt, was äußere Umstände sind, weil du weißt, wie du dies managen kannst. Und du, egal in welcher Situation, und das kommt jetzt darauf an, in welcher Situation du gerade bist, nichts dazu nutzt, um an deiner Kraft und an deiner Power zu zweifeln. Und das machen so, so viele. Die sind immer wieder im Alltag gefangen mit Problemen, mit Ängsten, mit Sorgen, wo sie sich Fragen stellen, wie kann das gehen? Anstatt dass sie hier anfangen und sagen, ich bin das, ich weiß es, ich kenne meine Kraft, ich weiß, wie sich Dinge im Außen manifestieren, ich will das, ich will das, ich will das und ich will das. Das will ich in Erscheinung bringen im Außen und ich arbeite daran, dass mein Mind, dass mein Verstand, dass meine Ansichten nur noch aus diesen äußeren Umständen denken, die ich möchte. Ich denke wie eine Millionärin, wenn ich Millionärin sein will. Ich denke wie jemand in einer glücklichen Partnerschaft, wenn das mein Anliegen ist. Ich denke wie jemand, der eine wichtige Nachricht, eine wichtige Message, ein wichtiges Angebot für die Welt hat, wenn ich mein Herzensbusiness aufbringen will. Ich denke so und wenn ich so denke, dann verhalte ich mich so automatisch. Aber wenn ich denke, ich bin es eben noch nicht, ich habe es noch nicht, wo ist denn diese Sache, dann wird es nicht funktionieren. Und so viele Dinge, die bei dir funktionieren, die haben funktioniert, weil du es dir vorstellen konntest, dass es möglich ist. Aber alles ist auf die gleiche Art und Weise möglich. Du musst es dir nur vorstellen. Und ohne Erlaubnisgeber, ohne nichts. Und dann machst du diese berühmten Quantensprünge. Dann manifestierst du Sachen, die crazy sind. Eine meiner Klientinnen, die hat sich innerhalb von einem Tag 1 Million an Portfolio als Vermögensverwalterin schenken lassen. Das kam. Und sie hat sich das vorher manifestiert. Sie hat gesagt, bam, das will ich jetzt haben. Wo auch immer das herkommt, ob das Kunden bringen, aber nein, es hat ihr ein Arbeitskollege auch 1 Million Portfolio verschenkt. Einfach so. Natürlich nicht einfach so, weil sie es festgelegt hat, weil sie gesagt hat, so, das ist jetzt etwas, das möchte ich für mich haben. Und so, das sind Quantensprünge, ja? Ich meine, sie hätte auch sagen können, ja, ich möchte jetzt einen Neuzugang an mein Portfolio, keine Ahnung, von 50.000, von 100.000. Aber nein, es hat sie nicht interessiert. Sie wollte 1 Million. Und das ist das, was ich euch erklären möchte. Es ist in deinem Kopf drin. Es ist alles in deinem Kopf drin. Und wenn du diese limitierende Persönlichkeit loslässt und wirklich aus deiner wahrhaftigen Kraft und Power heraus denkst, dich so fühlst, dich so verhältst, ohne Beweise, ohne dass irgendjemand dir gesagt hat, du darfst das, oder du irgendeinen äußeren Umstand gehabt hast, der gesagt hat, so geht das bei uns. Das ist die Strategie, die uns zum Erfolg gebracht hat. Die Strategie, die dich zum Erfolg bringt. Egal welcher Erfolg,
ist die Verkörperung eines Seinszustands, der dem entspricht. Die einzige Strategie, und das ist eine richtig große Strategie, weil du bist von Moment zu Moment aufgerufen, gedanklich und vorstellungsmäßig in dieser Identität zu bleiben. Und ich zeige dir, wie das geht, weil das hast du noch nicht gelernt. So hast du noch nie gedacht. Dein Verstand dreht durch. Und ich bin darauf spezialisiert, zu erkennen, was in dir noch abgeht, dass du dich immer wieder entkräftest. Ich finde das heraus in einem Wort. Und dieser Prozess im Divine Design Soul Blueprint Programm holt dich erstmal zu dir zurück in deine Power und verankert dich dort. Weil ohne das eierst du rum. Du eierst rum. That's the point. Und jetzt erkläre ich dir noch ganz kurz. Divine Design Soul Blueprint Programm ist der Eintritt in meine Divine Design Welt. Coaches, Berater, Trainer, Mentoren, die andere Leute ermächtigen wollen, heilen wollen, eine Heilenergie für sich und für andere generieren wollen. Eine Manifestation ist Heilung. Du trittst ein durchs Divine Design Soul Blueprint Programm in meine Welt, wenn du das für dich möchtest. Reicht. Du bist Divine Design Soul Blueprint Practitioner so oder so nach 3 Monaten. Du kannst dieses Programm weiterempfehlen für 20% Kommission, Affiliate-Kommission. Bam. So. Warum solltest du das nicht tun, wenn du innerhalb von 3 Monaten dein ganzes Leben quantensprungmäßig, turbomäßig dorthin gebracht hast, wie du es haben möchtest? Und dann aus diesem Seinszustand grenzenlos anfängst, dir alles zu manifestieren, was du willst. Okay, so, das kostet 9.500 Euro, 3 Monate, mit der Möglichkeit, das Geld locker, ohne dass du dafür arbeiten musst, nur weil du davon begeistert bist, weil du von dir selber begeistert bist, weil du von deinem Weg begeistert bist, weil du begeistert bist von dem, was alles möglich ist für uns Menschen, weiterempfiehlst. Dann wirst du in meiner Welt. Danach kannst du Divine Design Soul Blueprint Practitioner und Mentor werden. Auch innerhalb von 3 Monaten wirst du ausgebildet, dieses Programm, das du selber durchgemacht hast, von dem du begeistert bist, für andere anzubieten. Aber nicht alleine. Nein, nein, nein. Als Teil meines Teams, wo du wöchentlich Coachings hast für dich, dass du dabei bleibst, dass du wächst, dass deine Kraft, deine Power noch stärker, noch stabiler wird, während du andere dabei unterstützt, genau dahin zu kommen. Diese Programme bietest du für dich an oder wenn du dich das noch nicht traust, bist du Co-Coach in dem Team, bevor du selber den Lead von einem Divine Design Soul Blueprint Programm übernimmst. Und dann bist du richtiger, anständiger Coach und Mentor und nicht jemand, der irgendeine Sache gelernt hat, jetzt versucht, anderen das beizubringen, ohne selber komplett in seiner Ganzheit, in seiner Identity, in seiner Personality selber angekommen zu sein. Und das ist der Grund, warum die meisten scheitern. Die meisten scheitern kläglich, wenn sie Coaching-Ausbildungen machen, wenn sie Heiler-Ausbildungen machen und versuchen, damit Geld zu verdienen, weil sie selber sich noch nicht als heil empfinden. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen Coaches und Mentoren, die wissen, wie wir wirklich sind. Die wissen, wie wir unseren Ferrari aktivieren und auf die Straße bringen. Weil sie es selber gemacht haben, wirklich gemacht haben, wissen, auf was es drauf ankommt, die ganzen Problematiken selber durchgegangen sind und nicht, während sie andere coachen, selber heilen. Das ist ein gängiger Weg. Aber der dauert. Der dauert.
Und ich möchte, dass es für euch schnell geht. Ich möchte, dass es für euch praktikabel und machbar ist. Und ich möchte, dass ihr was ihr in euch investiert, wenn ihr wirklich das macht, was ihr wirklich seid, sofort das ganze Geld zurückhabt. Innerhalb allerkürzester Zeit. Und dann haben wir einen weltweiten Movement. Divine Design World ist ein weltweites Movement. Und das geht über den Seinszustand. Das geht über das, was ich bin, was ich wirklich, wirklich bin. Über meine innere Kraft und über meine innere Power und nicht um äußere Umstände. Es ist für jeden möglich. Jeden, in jedem Umstand. Und wenn du Neville Goddard gelesen hast, dann weißt du, worauf es drauf ankommt. Und jetzt geht es darum, das zu leben. Leben, leben, umsetzen, leben, umsetzen. Nicht mehr lesen, sondern leben. Das will ich für dich, dass du aus diesem ewigen Studium rauskommst, dass du deine Kraft, deine Power entdeckst, sie auf die Straße legst und damit andere Menschen inspirierst, genau den gleichen Weg zu gehen. Das ist es. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn dich das alles fasziniert und du in unsere Divine Design Welt ein tragender Mitfaktor sein möchtest, ist das der Weg. So kommst du rein, so entfaltest du dich, so bist du sicher, so bist du gehalten in unserem Team. Das gibt es nirgendwo. Und du kommst erst rein, wenn du sagen kannst, ich bin das. Ich bin das. Ich bin Coach, Mentor. Dann bist du Part unseres Teams. Oder du sagst, ich bin Practitioner, bist du Practitioner. Du kannst so weit gehen, wie du möchtest. Aber wenn du wirklich den ganzen Weg gehst, dann bist du verankert. Und dann bist du aus meiner Sicht Coach und Mentor. Und darfst dich so nennen. Alle anderen, die sich noch nicht heil und ganz fühlen, die immer noch meinen, ich brauche eine Strategie, die immer noch meinen, ja, das fehlt mir, mir fehlen Kunden, ja, mir fehlt das, mir fehlt das, mir fehlt das. Alle, die hier auf dem Internet unterwegs sind und versuchen, irgendwelche bahnbrechenden Strategien und so weiter und so fort zu lernen, die sind noch nicht fertig. Und es geht nicht darum, wie viel du verdienst. Es geht darum, dass du in dir fertig bist. Und dann wirst du verdienen, dann wirst du Erfolg haben für dich, für deine Kunden, für deine Familie, für alle. Wirst du krassen Erfolg haben, aber du musst dich erst fertig machen. Und wenn du eine Coach-Ausbildung hast, aber deine Identity nicht fertig ist, dann wirst du immer auf der Suche bleiben. Aber wir brauchen fertige Menschen, die andere Menschen unterstützen, weil sie wissen, wie sie sich selber in diesen Zustand gebracht haben, weil sie den Weg gegangen sind und weil sie wissen, dass es nichts im Außen ist, was sie beachten müssen auf dem Weg, sondern die innere Reise, die die äußerliche Realität hervorbringt. Wenn du das verstehst, wirst du dich bei mir melden? Wir können kurz sprechen. Wir starten am 1. Mai mit dem Divine Design Soul Blueprint Programm. Und du kannst die Erste sein, die dabei ist. Du kannst jemand von den allerersten sein, die die Welt wirklich verändert und nicht nur erzählt und predigt und sagt, ja, guck mal, wie toll ich es gemacht habe, sondern die bereit ist zu sagen, so geht's, so habe ich es gemacht. Weil was nützen uns diese ganzen Ferraris und Luxusgeschichten im Außen und oh, ich bin sechsstellig und ich bin siebenstellig, die Leute nur gierig machen und sagen, oh mein Gott, ich will das auch. Wir müssen verstehen, woran es liegt, was die Wahrheit dahinter ist, wie wir diese Wahrheit in uns aktivieren. Und diese wahrhaftige Wahrheit muss geteilt werden. Und nicht, dass irgendjemand in dieser Welt noch das Gefühl hat, einer ist bevorzugt, einer hat es leichter, die anderen haben es schwerer. Es gibt eine oder andere Coaching-Methode, die wirklich funktioniert. Es gibt einen Heiler oder was weiß ich nicht, was fantastischen Coach. Das ist Bullshit. Du bist alles schon in dir.
Du kannst alles sein und haben, was du willst. Du musst nicht nach außen schauen, was andere haben, sein, tun, wie sie Strategien machen. Alles ist in dir angelegt. Deine einzige Aufgabe ist, das rauszuholen. Und das zeige ich dir in 3 Monaten. Und du wirst deine Aha-Momente haben. Und du wirst nach 3 Monaten verstehen, wie das Leben funktioniert, wie du funktionierst, wie Manifestation funktioniert, wie Energie funktioniert. Und dass nichts im Außen, aber auch gar nichts, keine Situation, die du hast, auch nur irgendeinen Einfluss hat. Nichts. Du wirst alles so verändern, wie du es haben willst. Alles, auch finanziell. Aber du musst diesem Prinzip vertrauen. Und ich spreche zu dir als jemand, der mir schon zugehört hat. Der weiß, wer ich bin. Der weiß, was ich sage. Der weiß, was die Wahrheit ist. Und der jetzt on the edge ist, einzusteigen in ein Leben, wo nur noch nach diesem Prinzip gelebt wird. Dann bist du herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Aber das ist ein no matter what Weg. Der geht nicht, probier mal. Du musst all in sein. Deswegen ist das Pricing auch so. Das Pricing ist so, dass es sich jeder möglich machen kann, der wirklich, wirklich will. Jeder. Und ich will nur Leute, die wirklich, wirklich wollen, die begeistert sind, die sich für sich selber begeistern wollen und die aus diesen äußerlichen Umständen austreten wollen, weil sie wissen, sie haben sie kreiert und generiert und jetzt machen Sie es neu. Willst du das? Melde dich bei mir. Es ist kein Problem, aber du musst gehen. In diesem Sinne, wir sehen uns ganz bald.